Dieses Jahr ist wieder ein Jahr, in dem wir Weihnachten nicht so feiern können, wie wir das gerne möchten. Deshalb haben wir uns was einfallen lassen. Mit einer Challenge, in der wir eine Geschichte erzählen wollen. Eine Geschichte über das größte Geschenk. Hey, ich bin der Ryan von City Church Bogenhausen. Ich bin Christian, Pastor der City Church München. Meine Challenge ist, heute ein Weihnachtsessen für meine Gäste vorzubereiten. Ich freue mich schon auf den Abend mit dir und hoffe, dass es dir dann auch schmecken wird. Hoffen wir, wir finden was Cooles. Ich habe einen Abend, um ein richtig gutes Geschenk für das Dinner zu finden. Aha, so machen wir das. Wir erleben heute einen Gottesdienst, der vielleicht anders ist, als du das erwartest. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen jetzt erstmal mit Musik aus meinem Wohnzimmer starten. Ich bin kein König aus dem Morgenland, hab keinen Schatz, den ich dir bringen kann. Ich habe keinen großen Namen, werde die Reise trotzdem wagen. Ich werd dich finden und bei mir tragen. Ich bin kein Hirte, der die Herde bewahrt, ein Heer von Engeln sah. Ich hab dir kaum etwas zu geben, doch seh ich dich in der Krippe liegen. Ich werd dich wiegen und leise singen. Ich habe heute ein paar Leute zum Weihnachten eingeladen, zum Weihnachtsessen. So. Und ja, dafür muss ich jetzt ein bisschen was vorbereiten. Ein Krustenbraten und dazu gibt es Brezenknödel. Und dann will ich noch einen Rotkohl dazu machen. Ist jetzt relativ straff, also 16 Uhr ungefähr kommen die Gäste. Und schauen wir mal, ob bis dahin das Essen fertig ist. Ja, ich hoffe es.
Ich hoffe, das klappt. Ich muss immer wieder nachlesen. Majoran und Knoblauch. Perfektes Dinner-Style. Heute kommt der Ryan, zwei Kollegen von der City Church Bogenhausen, der dort Pastor ist. Und dann kommen noch der Toni und der Jan und die Ria. So, jetzt kommt tatsächlich der Braten dran. Der Hauptgast. Aber ich gehe mal davon aus, ich meine, wir haben mal kein Knoblauch. Voll mit Süßigkeiten. Die werden dann erstmal hier aufrollen. Also für mich als Pastor ist es bei Weihnachten immer so eine bisschen fast zwiegespaltene Sache. Also auf der einen Seite gibt es wenige Feste, die ich auch als Pastor lieber feiere als Weihnachten. Aber gleichzeitig ist für mich natürlich auch ein Arbeitstag. An Weihnachten ist einfach auch ja, gigantisch was passiert in der Weltgeschichte. Also es ist ja nicht einfach nur so, dass wir da einen schönen Tag haben, sondern Weihnachten ist schließlich das Fest, an dem Gott Mensch wurde. Also wir feiern ja nicht irgendwas, sondern wir feiern den Geburtstag von Jesus. Und darum geht es eigentlich bei meiner ganzen Arbeit. Und es ist ja nicht nur Arbeit, sondern es ist das, was ich glaube. Und dann die ersten 20 Minuten in den Ofen. Ja, die Weihnachtszeit ist irgendwie so eine ganz besondere Zeit. So, dann nochmal. Mir persönlich ja, geht es da so, dass ich total freudig darauf warte, aber gleichzeitig auch irgendwie gestresst bin. Also nicht nur, weil ich Pastor bin und tatsächlich auch am 24. meistens noch arbeiten muss, ja, sondern ich erlebe das auch so in der Gesellschaft. Wir sind gestresst, wir haben noch so viel zu machen, wir sind haben so viele Verpflichtungen, so viel auf der Arbeit, was bis Weihnachten irgendwie noch gemacht sein muss. Also richtig, richtig Stress, bis es soweit ist. Bis wir irgendwie dann an Weihnachten ankommen und zur Ruhe kommen. Und ja, mir ist da zusammen mit dem Ryan, uns ist ein Bibeltext in den Sinn gekommen, im Galaterbrief, Galater 4. Ich habe mir den auch hier extra hingepinnt. Die Verse 1 bis 7 und wir posten euch den auch unten in die Beschreibung zu diesem Video. Da könnt ihr den nochmal nachlesen. Wir werden den jetzt an diesem Tag nur so ein bisschen immer streifen. Wenn wir mal ehrlich sind, dann ist diese Weihnachtszeit doch auch schon ganz schön stressig. Es gibt so viel, was wir tun müssen, wo wir uns verpflichtet fühlen, wo wir denken, oh, wir müssen noch unbedingt Geschenke kaufen, oh, wir müssen noch unbedingt ein großes Essen vorbereiten. Klar, das macht irgendwie auch Spaß, aber es ist doch auch so ein Druck da, so eine Erwartungshaltung von den Gästen, auch eine Erwartungshaltung von uns selber an uns selbst. Und in diesem Bibeltext im Galaterbrief, da geht es auch darum, dass es eine Zeit gab, wo wir als Menschen ja eigentlich wie Sklaven gelebt haben. Wir gehören zwar irgendwie so zu Gott, aber wir hatten irgendwie ja immer Gesetze zu erfüllen. Wir mussten etwas leisten, wir mussten etwas tun. Das ist unser Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du dich auch so fühlst, dass du ja total viele Verpflichtungen hast und irgendwie nur tun musst. Ja, die Bibel nennt das dann ganz oft, dass wir Sklaven sind. Die Bibel ist ja vor ungefähr 2000 Jahren geschrieben worden. Und was damit Sklave gemeint ist, das ist wirklich dieser ganz klassische Sklave. Ein Mensch, der nicht mehr selbst entscheiden kann, sondern wirklich abhängig ist von einem Herrn, der ihn besitzt, der über ihn verfügen kann. Das ist was ganz anderes, als wir heute vielleicht manchmal verstehen. Heute haben wir manchmal so einen politischen Gedanken von Sklaverei. Wir benutzen das Wort vielleicht manchmal ganz schnell, obwohl es noch gar nicht angemessen ist. Hier heißt Sklave wirklich absolut nicht frei zu sein, absolut nicht selbst irgendwas entscheiden zu können. Und in dieser Geschichte, in diesem Text, da geht es darum, dass wir eigentlich schon Erben sind. Wir gehören schon zu Gott und sind schon Erben, aber wir können über das Erbe noch nicht verfügen. Und dadurch sind wir wieder gleich wie Sklaven. Wir haben etwas, aber wir dürfen nicht darauf zurückgreifen. Denn wir haben noch einen Verwalter, der vor uns steht, der über uns steht, der über alles bestimmt, was uns gehört. Wir sind von Zwängen getrieben, wir fühlen uns als Sklaven unserer Arbeit, als Sklaven unserer Gesellschaft und irgendwie, ja, wir müssen. Aber wo ist denn die Freiheit, dass wir etwas dürfen, dass wir einfach befreit leben können, dass wir einfach glücklich da sein können?
Weihnachten ist echt sowas Besonderes, da passiert viel. Weihnachten symbolisiert so viel auch, wie es in unserem Leben geht und ja, das können wir an der Weihnachtsgeschichte nacherleben. Deswegen haben wir euch eingeladen, mit uns dabei zu sein an diesem Tag. Mit mir zu erleben, wie ich mich abmühe, ein schönes Essen zu machen. Mit aller Vorfreude, die dabei ist, aber auch mit der vielen Arbeit. Mit dem sich an ein Rezept halten und wirklich das zu tun, was mir vorgegeben ist. Um am Ende etwas herauszubringen, wo ich nur hoffen kann, dass es auch den Ansprüchen genügt. Ich weiß es noch nicht, ob es meinen Gästen schmecken wird. Ich weiß noch nicht, ob es mir schmecken wird. Ich hoffe es und ich versuche mit dem, was ich mache, diesem Anspruch zu genügen. Aber reicht es wirklich aus? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Und jetzt haben wir noch eine Minute, bis der Braten gewendet werden muss. Jetzt sieht es ganz gut aus, aber jetzt ist ja auch erst die erste halbe Stunde vergangen. Der muss jetzt noch mal mindestens 2 Stunden hier im Ofen sein. Kriegt jetzt noch ein bisschen Gemüse dabei. Und jetzt gleich werde ich noch mal ein bisschen vom Rezept abweichen, denn es wäre ja sonst langweilig, wenn man einfach nur die Regeln befolgt. Jetzt kommt noch Bier mit dabei. Obwohl, steht sogar ein Rezept hin und wieder, aber ich fange jetzt schon mal an, ein bisschen. Was schief gehen kann, ist, dass der Braten am Ende trocken wird. Und das möchte keiner von uns.
deswegen kommt jetzt noch das Thermometer rein, schön mittig. Und dann schauen wir mal, wann es innen drin in der richtigen Gartemperatur ist. Also für mich ist heute beim Essen das Wichtigste eigentlich, dass der Braten am Ende eine schöne Kruste hat. Also das ist immer sehr geil bei so einem Krustenbraten. Ich meine, deswegen heißt er ja auch so. Wenn es richtig schön crunchy ist, aber so, dass man es auch gut essen kann. Ich glaube, wenn das klappt, dann bin ich persönlich zufrieden. Und wenn dann auch noch meine Gäste zufrieden sind, dann ist es perfekt. Und die kann ich relativ schlecht einschätzen. Ich habe keine Ahnung, wie so deren Ansprüche sind, was die heute erwarten. Hey, ich bin der Ryan von City Church Bogenhausen und ich bin eingeladen von Christian und ich will unbedingt ein richtig gutes Geschenk für ihn bekommen. Der richtige Geschenk, der sagt, hey, ich schätze dich und ich finde dich cool. Machst du dir dann die Hose oder bist du entspannt, ein gutes Geschenk zu finden? Also, ich bin ein bisschen nervös, dass ich ihn nicht so gut kenne und das ist schon eine große Herausforderung auf der einen Seite, aber wenn es gut klappt, auch ein richtig geiler Act. Ja, also ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was ich suche. Also mein Kumpel, der sammelt viele Kuriositäten, viele Unikaten, okay. Also manche richtig, ja, also abartige Sachen, etwas ein bisschen kitschig, trashmäßig manchmal. Da habe ich zufälligerweise gerade einen schönen Traum gestellt. Das wäre vielleicht ein bisschen schwierig einzupacken. Aber die Kuh gefällt mir. Die Kuh ist auch nicht schlecht. Ja, das ist auch nicht schlecht. Nach an Picasso vorbei. Ja, ganz genau. Aber schau das mal an. Was hoffst du denn zu finden, Ryan? Also ich will etwas finden, der ich richtig lustig findet auf einmal und auch richtig cool und unerwartet findet. Unsere Freundschaft ist relativ neu und ich will einen guten Eindruck machen. So, der richtige Geschenk zu finden, glaube ich, ist ein wichtiger Schritt in der First Impressions für diese Beziehung, diese Freundschaft. Ja. Also wahrscheinlich nicht so juweliermäßig. Das ist schon richtig schön. Französische Luxus. Ja. Also ich finde, mich persönlich, ich finde diese kleine Tasche hier richtig cool. Oh, wow. Aha. Aha. So macht man das. Wow. Also für mich persönlich wäre das richtig cool. Ich weiß nicht, ob das Christians Ding ist. Ach so, ich habe ein Video. Alright. Hey Ryan, voll schade, dass du letztes Mal beim Whisky-Abend nicht dabei warst, aber ich finde es voll cool, dass wir jetzt zusammen Weihnachten feiern können und ich freue mich schon drauf, endlich mal wieder meine Küchengadgets auszupacken. Umso besser, dass ich jetzt an Weihnachten mal wieder richtig schön kochen kann, das mache ich echt gerne. Und ich freue mich schon auf den Abend mit dir und hoffe, dass es dir dann auch schmecken wird. Mach's gut und bis Weihnachten. Oh man, ist schon cool, aber jetzt steigt der Druck auf. Der gibt sich so viel Mühe. Ich will den richtigen Geschenk finden. Okay. Der raucht nicht. Nicht, dass ich weiß. Aschenbecher. Ja? Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Sind diese Objekte hier? Okay.
Was macht man damit? Das ist ein Knochenhalter. Und dann drehst du das um den Knochen herum, okay. Je nach Größe sozusagen, ja. Du drehst es fest und dann hast du nämlich den Knochen festgehalten. Als Amerikaner, ja. Wenn du jetzt ein Turkey hast. Genau, ja, das ist wie ein Turkey. Ja, genau. Und okay. Du hast ja zum Beispiel hinten diese Beinchen raus. Ja, genau. Und dann, wie schneidest du es? Also ich... Dann nimmst du das hinten am Knochen. Ja, genau. Oder mit einem Gabel oder sowas. Ja, dann schneidest du. Ja. Damit ja, du das... die Hände nicht dreckig machst, okay. Schließt du diesen Knochen, der hinten da rausschaut, ja. Hier ein. Dann kannst du so ein paar Bacon. Dann nimmst du dein Messer und ja. Dann kannst du schneiden und dann sagst du hier. Super. Ja. Ohne dich voll zu sauen. Ja, yeah. Nee, das ist hilfreich. Danke für die Übersetzung. Ja. Die kulturelle Übersetzung. Ja, ja. Das ist super. Dafür ist es. Das ist halt für das Wildschwein oder sowas. Okay, ja, yeah, right? Und die extrem skurril und sehr, sehr lustig. Okay. Das ist wirklich, ja, das ja. Ist schon richtig cool. So. Denkst du, es ist wichtig für ein Geschenk, dass es. Das es spricht etwas zu der Person, das beweist, dass du die wirklich gut kennst. Wie schon, oder? Ja. So, wenn du das schaffen kannst, dann. Was dann? Dann. Also, die Leute fühlen sich, als ob die. Die gekannt sind, die wertgeschätzt sind. Weil du hast die Zeit genommen oder mindestens die Aufmerksamkeit gehabt. Die Kinder zu lernen. Ich habe es gefunden. Glaube ich. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja. In dieser Nachbarschaft sogar. Genau. Ja, vielen Dank nochmal. Okay, ich hab was. Schauen wir mal, wie es ist. Bitte. Okay. Obwohl wir wissen, dass das, worauf wir hoffen, ist die Freude, die die Kinder zeigen, wenn sie die perfekte Geschenk bekommen haben. Oder die süße Gespräche, die wir haben mit Verwandtschaften, mit Omas und Opas, mit wem wir normalerweise nicht die Zeit verbringen können, ganz entspannt über das Alltag zu sprechen. Wir verlieren uns trotzdem in der Hektik, alles richtig vorzubereiten, alles perfekt zu machen, die richtige Geschenk zu finden, das perfekte Deko zu haben, das richtige Essen zu haben. Aber ist das, worauf unsere Hoffnung richtig legen kann? Wird es überhaupt einen Unterschied machen, wenn wir die perfekte Geschenk gefunden haben, wenn wir alles perfekt machen? Wird das garantieren, wird das uns die perfekte Weihnachtsfest garantieren, die wir haben wollen? Der echte Frage, die eigentliche Frage ist, worauf liegt unsere Hoffnung? Liegt meine Hoffnung in meine Fähigkeiten, das Essen super vorzubereiten oder das richtige Geschenk zu finden? Liegt meine Hoffnung in was ich machen kann? Weißt du, Paulus hat gesagt, dass bevor Gott in der Welt gekommen ist, als ein Baby in Bethlehem, waren wir alle versklavt. Wir waren entweder zu den religiösen Gesetzen versklavt oder zu der Regierung und Weisheit von der Bevölkerung, unserer Verwandtschaft, der Vorfahren vor uns. Wir waren da drin versklavt, weil wir hatten nichts anderes. Und das ist sehr verständlich. Also wenn nicht die Gesetze, wenn nicht die Weisheit unserer Vorfahren, wenn das nicht vertrauenswürdig ist, dann was dann? Also wir tun das, was wir können. Wir tun das, was wir sollten. Wir tun alles, was wir wissen zu tun. Denn das ist, was erwartet ist. Denn das ist das Brauch. Mehr haben wir nicht. Wir machen die Vorbereitung, die wir machen sollen. Wir tun unsere Pflicht, weil das ist, was erwartet ist. Das ist das Brauch. Und obwohl, worauf wir uns wirklich hoffen, ist die Verbindung, die schönen Beziehungen, die Zeit zusammen, die gemeinsamen Erfahrungen. Wir tun einfach das, was wir wissen und hoffen, dass es alles wert wird.
Und das werden wir einfach weitermachen und hoffen auf die Zeit, wenn wir Gott als echte Person kennenlernen dürfen. Eine echte Beziehung zu einem Gott, der uns liebt. Nicht, weil wir die richtigen Sachen gemacht haben und die richtige Vorbereitung gemacht haben, sondern weil er uns einfach liebt, wie wir sind. Der nennt uns Söhne und Tochter. Jesus, der Retter, wird geboren. Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste und wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in die Heimatstadt seiner Vorfahren. Auch Josef machte sich auf den Weg. Aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, ging er nach Judäa, in die Stadt Davids, nach Bethlehem. Denn er stammte aus der Familie von König David. Dorthin ging er, um sich einschreiben zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Die war schwanger. Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn in der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden. In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld. Die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Habt keine Angst! Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt Davids. Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und plötzlich waren bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln, all die vielen, die im Himmel Gott dienen. Die priesen Gott und riefen: Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat. Sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der Futterkrippe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte. Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genauso gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hatte. Mütigkeit.
Für mich gehört das Essen so total mit dazu, irgendwie Gastgeber zu sein. Und wenn man sich dabei auch wirklich Mühe gibt, dann kann man damit einfach auch total Wertschätzung ausdrücken. Also die Leute, die heute kommen, die liegen mir am Herzen und ich hoffe, das werden sie beim Essen dann auch merken und schmecken. Noch einen Apfel rein. Also wir feiern ja an Weihnachten, dass tatsächlich Gott Mensch geworden ist. Und ich sag mal, was kann ein größerer Aufwand sein? Größere Hingabe, größere Leidenschaft, als sowas zu tun. Also es gibt einen Bibelvers, da heißt es so ungefähr, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Also er hat es nicht wie die Beute bei einem Raubzug festgehalten für sich, Gott gleich zu sein, sondern ist Mensch geworden. Also er hat wirklich extrem viel aufgegeben dafür, hat extrem hohen Einsatz gebracht. Und verglichen damit ist jetzt der Einsatz hier so ein Essen zu kochen, auch wenn es lange dauert und Arbeit ist und ist damit verglichen ja gar nichts. Also alles, was wir irgendwie an Weihnachten an Aufwand betreiben,
an Stress auf uns nehmen, um jemand anderem es schön zu machen, um jemand anderem etwas Gutes zu tun. Das ist ja am Ende dann doch nichts im Vergleich zu dem, worum es eigentlich an Weihnachten geht, also zu dem, was Gott da gemacht hat beim ersten Weihnachten. Insofern ist schon, dass wir, wenn wir sowas machen, das ist schon, symbolisiert schon ein bisschen auch das, worum es an Weihnachten geht. Was spricht die Uhr eigentlich, Christian? Ja, 3/4 Stunde noch. Müssen wir nur gleich gucken, dass wir auch den Tisch noch fertig gemacht kriegen. So, ich muss den Kram von den Kindern zur Seite räumen. Kinderstuhl raus. So, jetzt kommen die Klöße ins Wasser. Das ist tatsächlich eine Weltpremiere. Das erste Mal, dass ich Klöße irgendwo ins Wasser rein tue. Jetzt geht's um die Kuss. Jetzt geht's um die Wurst. Ich warte jetzt darauf, dass die Schwarte an allen Stellen ein bisschen Bläschen schlägt. Dann ist sie nämlich richtig schön gut knusprig und nicht zäh knusprig. Also ich will es jetzt nicht riskieren, zu lange zu warten und dass er dann schwarz wird. Deswegen bleibe ich jetzt die Momente einfach mal direkt hier dabei. Ja. Dann sind so 5-6 Stück, die noch nicht so richtig kommen. Das ist jetzt der Ehrgeiz. Das Risiko des Ehrgeizes. Für 5 Stücke? Mhm. Für 5 Quadrat. Aber ich würde sagen, das Glück nicht überstrapazieren. Ich bin zufrieden. Wie gesagt, hier so ein paar Eckchen hätten noch aufpoppen können, aber die Seite sieht auch sehr gut aus. Und dann bin ich mal gespannt, wie es nachher ist, wenn wir es anschneiden. Das ist dann der wirklich spannende Moment. Ja, man kann erst ganz am Ende sagen, ob er wirklich noch saftig genug ist oder ob er schon trocken geworden ist. 3 von 4 Gästen sind kurz vor der Haustür bei Ryan. Schauen wir mal, wann der kommt. Schön, dass ihr da seid. Der Tisch ist gedeckt. Ja, ich habe extra eine Weihnachtsfliege und es gibt einen Tag im Jahr, an dem man die tragen kann. Wenn ich jetzt heute nicht tragen würde, dann würde sie wieder ein Jahr nur im Schrank. So. Achso, genau, Fliege lohnt sich bei mir immer richtig. Weil, Hi. Du hast was vorbei. Ich habe ein Geschenk hier. Christian. Ja, hoffentlich mag dir, was ich ausgesucht habe. Ich habe keine Ahnung. Aber mal schauen. Ist aufgeregt? Ich bin ein bisschen aufgeregt, ja. Und ich weiß nicht immer, was die richtigen Dinge zu tun sind bei einem Abendessen, bei neuen Leuten. Und ja, es ist alles ein bisschen angespannt, aber richtig schön. Und ich freue mich drauf. Wow! Hey Ryan! Guten Tag! Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe ein Geschenk für dich. Vielen Dank. Gerne. Dann, Schuhe aus, Schuhe an, wie du willst. Hier, oder? Kannst du hier mit zu den vielen anderen Schuhen stellen? Super. Deine Fliege ist der Hammer. Danke. Ja, einmal im Jahr, ne? Einmal extra im Jahr. Weihnachtsfliege. Können wir das ausweiten? Hallo! Ich stelle die Kiste mal erstmal hier oben hin. Super. Hi. Hi. Ich bin der Ryan. Ich bin Lea. Hi. Das ist ein recht gedeckter Tisch. Und? Sehr schön. Perfekt. Ja. Jesus, danke dafür, dass wir heute Weihnachten feiern können, dass wir deinen Geburtstag feiern können. Das ist einfach ein unglaubliches Geschenk, was du uns gemacht hast. Wir dürfen das feiern zusammen mit Freunden, mit lieben Menschen am Tisch,
mit einem reichen Essen und wir danken dir dafür und möchten dich bitten, dass du uns ja, segnest. Danke für dieses Weihnachtsfest. Amen. Amen. Guten Appetit. Guten Appetit. Eine Brezenknödel. Und ich muss einmal hier zwischen euch und... Der Moment der Wahrheit. Boah, ich bin zu kurz in Bayern, um das zu wissen. Oder in Deutschland. Aber du kriegst... Achso, du hast schon gewonnen. Ich hab schon. Und endlich sitzen wir am gedeckten Tisch. Der Weihnachtsabend ist da, alle Vorbereitungen sind erledigt, wir können endlich zur Ruhe kommen. Und weißt du was? Unsere Position hat sich verändert. Wir sind auf einmal nicht mehr die Gastgeber, sondern wir sitzen als Gäste am Tisch. Wir sind die Kinder, die mit am Tisch sitzen. Denn der, der eigentlich einlädt, das ist Gott selbst. Gott hat uns eingeladen, seine Kinder zu sein und mit ihm am Tisch zu sitzen, Zeit mit ihm zu verbringen. Wir sind auf einmal wie die Kinder, die ganz entspannt dabei sind an Weihnachten. Die einfach da sitzen, die sich beschenken lassen und die sich an die Eltern ankuscheln können und diese Zeit einfach genießen aus vollstem Herzen. Wir sind wie die Kinder auf der Weihnachtsfeier. Wir sind einfach frei von allen Zwängen. Wir dürfen einfach da sein, wir dürfen einfach das Essen genießen, die Geschenke genießen. Einfach ganz entspannt sein. Wir dürfen Süßigkeiten essen, so viel wir wollen. Wir dürfen so lange aufbleiben, wie wir wollen an diesem Weihnachtsabend. Kannst du dich noch in dieses Gefühl hineinversetzen, als du selbst als Kind Weihnachten gefeiert hast? Ich habe es als Kind total geliebt. Erst das gute Essen, dann die Geschenke, vielleicht noch Weihnachtslieder singen, den schön geschmückten Weihnachtsbaum. Das war einfach immer ein absolutes Highlight für mich. Und ich habe von meinen Eltern tolle Geschenke bekommen. Ich bin überreich beschenkt worden. Und das nicht, weil ich immer so brav war, weil ich mich immer an alle Regeln gehalten habe, sondern einfach, weil ich ihr Kind bin. Und genauso geht es uns auch mit Gott. Wir werden von ihm beschenkt, einfach weil wir seine Kinder sind. Er schenkt uns alles, was er geben kann. Und wir dürfen mit ihm zusammen an diesem Weihnachtstisch sitzen. Als Kind hatte ich das Gefühl, ich kann gar nicht so viel an meine Eltern zurückgeben. Aber jetzt, wo sich meine Perspektive etwas gedreht hat, wo ich selber Vater bin, da merke ich, ja, die Kinder geben doch unglaublich viel zurück. Es ist so eine Freude als Vater, das zu erleben, wie die Kinder sich freuen an Weihnachten, wie sie ganz gelöst sind, wie sie sich über die Geschenke freuen, wie sie das leckere Essen auch genießen, wie sie Kekse essen. Das ist einfach unglaublich. Und ich glaube, es geht Gott ganz ähnlich. Ich glaube, Gott freut sich genauso oder vielleicht sogar noch mehr, als ich mich als Vater freuen kann über meine Kinder, über das, wie sie Weihnachten genießen. Gott hat uns eingeladen, seine Kinder zu sein. Und in unserem Bibeltext im Galaterbrief, da heißt es, wir sind seine Erben. Er hat uns als seine Erben eingesetzt. Wir sind jetzt wirklich in vollem Maße seine Kinder. Wir dürfen über das verfügen, was er uns gibt. Und das ist das Weihnachtsgeschenk. Wir dürfen in einer Beziehung zu ihm leben. Und es geht nicht mehr darum, Regeln zu befolgen oder sich an irgendwelche Gesetze zu halten, sondern wirklich in einer Beziehung mit ihm zu sein. Das ist Weihnachten. Wir werden von Gott reich versorgt, wir werden von ihm beschenkt, wir kriegen alles, was wir brauchen und oft noch viel, viel mehr. Und Gott liebt es einfach, wenn wir das genießen, wenn wir uns darüber freuen und wenn wir ja, diese Zeit wirklich bewusst auch mit ihm verbringen. Und Gott spricht mit dem Weihnachtsfest eine offene Einladung aus. Er sagt, ich liebe dich. Er sagt, ich wünsche mir, dass du wirklich spürst, dass du mein Kind bist, dass du all diese Liebe spürst, dass du es in dir aufsaugst. Ich möchte für dich da sein. Ich möchte dich beschenken. Ich möchte dir alles geben, was ich geben kann. Ich möchte für dich sorgen und ich möchte, dass du wirklich erfährst, ich bin Mensch geworden für dich. An Weihnachten als Baby geboren. Und ich lade dich ein, mich kennenzulernen. Ich lade dich ein, zu lernen, auf mich zu vertrauen, so wie wir auch auf unsere Eltern vertrauen. Und ich lade dich ein, mit mir am Tisch zu sitzen und zu feiern als mein Kind. Das möchte ich dir heute an Weihnachten schenken. Das ist Gottes Geschenk an dich, das ist Gottes Geschenk an mich und das dürfen wir an Weihnachten feiern. Thank you.
their darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running, there was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets, to a virgin came the word, from a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Ich muss dir sagen, dass ich habe also richtig lang gesucht, beharrt, den Richtigen zu finden. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Wenn nicht, ist es auch okay. Ist auch okay. Ich nehme es mal. Ich bin gespannt, es geht um die Geste, ne? Es geht, genau. Jetzt ist ja auch noch ein Knoten drin. Es ist unten fixiert, wie gemeint. Das baut die Vorfreude auf. Das ist schick. Wow. Ja.
Also du glaubst, du weißt nicht, was es ist, bis du Neandertal auspackst. Ach, das kommt halt. Ja. Aha. Ah, ist das ein Mörser? Das ist ein Mörser. Ah. Ist ja cool. Ja. Das ist ja cool. Es ist dekorativ und es ist zu gebrauchen und für die Küche. Als ob du mich schon 100 Jahre kennen würdest, Ryan. Vielen Dank dir. Komm, gerne. Trotz Corona. Eine Umarmung geht. Ja. Wir sind ja alle geimpft. Einmal. Danke dir. Also das war zwischen das und eine Knochenhalter. Knochenhalter? Eine Knochenhalter. Also fürs Bratenschneiden. So, wenn du einen wirklich guten Braten hast, dann hast du diese besondere Werkzeug. Dass du nur fürs Knochen. Aber man so einspannen kann? Oder? Ja, also ich muss dir zeigen. Drehst du das um den Knochen herum? Okay. Je nach Größe sozusagen. Ja. Drehst das feste. Dann hast du den Knochen fest. Der war ein lustiger Tour. Ist ja unglaublich, was es alles gibt. Ja. Ja. Sehr cool. Vielen Dank, Ryan. Ich habe trotzdem für das entschieden, weil ich dachte, ich kann mehr damit anfangen, als der Knochenhalter. Vielleicht defizieren auch. Aber es ist cool, es passt tatsächlich. Ich überlege gerade, wir haben noch mehr so hier oben so Bronze-Sachen und so. Ja. Yeah. Es passt sehr gut. Das, vielen, vielen Dank. Das Gastfreundschaft. Das Essen war also mega. Super. Mega, mega. Freut mich, dass es geschmeckt hat. Ja. Das ist immer spannend. Man weiß ja nie, was rauskommt am Ende. Ja, jetzt sind wir beste Freunde. Es war viel gegessen und viel gesungen. Es war eine schöne Zeit. Die Hoffnung war nicht umsonst. Aber alle guten Dinge müssen irgendwann zum Ende kommen. Oder? Eigentlich manchmal habe ich dieses Gefühl, dass wir feiern etwas, das schon vor lange einmal passiert war, vor einer langen Zeit. Und wir haben es einfach übernommen. Und wir haben es auch ein bisschen aufgepeppt mit St. Nikolaus und Plätzchen und Tannenbäume. Und Weihnachtsmärkte und ein paar amerikanische Imports wie der Weihnachtsmann und Coca-Cola, was weiß ich. Aber es muss mehr geben, oder? Es muss etwas mehr dahinter sein. Und das ist es doch. Als Gott in unsere Welt gekommen ist und seine Zelt unter uns aufschlug, sind wir zu Erben geworden, Erben, die mündig sind. Aber Gottes Arbeit, der er mit Jesus angefangen hat, ist noch nicht vollendet. Es gibt immer noch Leute, die Gott befreien will, die Gott von Sklaven zu Sohn und Tochter einladen will. So, was machen wir jetzt? Warten wir, jetzt, dass wir Erbe sind, einfach in der Hoffnung, dass Weihnachten bald wieder kommt? Nein! Der Privileg, die wir haben als Söhne und Töchter, ist, uns mit dem Werk Gottes zu beschäftigen. Es ist jetzt unser Privileg, Gottes Mission auszubilden, die Welt anders anzuschauen, mal herumzugucken und sehen, wo ist Gott schon im Wirken? Wo arbeitet er, die Versklavten zu befreien? Heilung in der Welt zu sprechen und da mitmachen. Und auch rumzuschauen und sehen, wo hat Gottes Reich noch nicht durchgebrochen. Und zu beten mit brennender Herzen, dass es bald wieder kommt. Oder dass es bald reinbricht. Und diese Hoffnung, die wir haben, können wir in der Wahrheit ankern, dass Gott hat seine Versprechen gehalten, einmal, und das wird er wieder. Gottes Segen euch, besuche uns in der City Church in München. Auf Wiedersehen.